Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Ale & Tale. So, wir werden uns jetzt erst einmal hier um die Pflanzen kümmern. Ja, wünsche ich dir auch. So, Pflanze nehmen. Achso, da muss ich drücken. Lange drücken, ist okay. Und ich muss anscheinend jedes Mal wieder hier die Beete nachharken. Das ist doch auch toll. Wie viel nimmt denn das eigentlich ein? Okay, das sind immer 5 Stück, die übereinander stacken. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach wirklich mal alles. Dann ist zwar die Tasche relativ voll, aber ich kann ja die Bierkrüge und den Brei kann ich ja eigentlich wieder am Tisch stellen. Ne? So, damit haben wir 10, 20, 30 mal Mais. So, Kneipenroutine steht da. Ich vermute mal, dass ich hier gekochten Mais machen kann. So. Ich habe wieder kein Wasser. Machen wir doch mal. Einmal füllen, ja. Einmal und zweimal. Dann können wir... Moment. Mal schauen, ob wir noch Bier nehmen können. Weil dann würde ich sagen, tun wir das Bier erst einmal hier komplett hinstellen. Ach so, du stellst dann alles hin. Ja, aber nicht so, wie ich das mag, ne? Nicht so, wie ich das mag. Ich hätte das gerne schon richtig platziert. So, gut. Dann habe ich jetzt allerdings keine Dinger mehr. Kein, ihr wisst schon. So, 5 Mais. 5 Wasser. Und los geht's mit Kochen. Einmal können wir wieder da unten drin lassen. So, wir haben hier noch Gerste. Allerdings 5 Gerste bringen dann nicht sehr viel, ne? So, es steht jetzt hier Kneipenroutine. Eigentlich heißt es, ich sollte nochmal 4 Schüsseln kaufen. Und auch mal hier aufmachen. Und dann auch noch das Rezept natürlich auswählen, ne? Das ist nur das nächste. Verbrauchbar. 1, 2, 3... 4 Mal bitte. Mich würde es interessieren, ob es irgendwie sowas wie ein Lager gibt oder sowas. Ich meine, hier kann ich ja nicht zugreifen, weil, ja, ist klar. So, damit haben wir jetzt 4-mal Mais. Wir könnten jetzt hier 2-mal Gerste nehmen und dafür 2-mal Mais hinstellen. Weil Gäste werden ja kommen. Dann nehmen wir noch 2 Bier mit rein. Und dann ist doch gut, oder? Dann haben wir doch erst einmal ein bisschen was gefüllt. Ich muss bloß mal schauen, wo ich denn, wo es denn hier diesen Komposter oder was gibt. Weil hier steht ja, kann im Komposteimer verwendet werden. Den muss ich wahrscheinlich dann später kaufen. Vermute ich mal. Ach halt. Nochmal ganz kurz hier an die Speisekarte. Dann machen wir nämlich hier den gekochten Mais noch rein. So, was wollen wir denn? Gerstenbrei, bitteschön. Und wenn ich das dann vorbereitet habe, kann ich dann immer gleich den wieder auffüllen. Dann habe ich immer 2 Bier, 2 Mais, 2 Suppen. Und später wird es wahrscheinlich richtig dolle hektisch. Gerstenbrei. Weil wenn wir nämlich noch mehr Rezepte haben, dann weißt du natürlich immer nie, was die Kunden jetzt dann wollen. Aber ich denke mal, da ist auch eine gewisse Wartezeit da. Das wird auf jeden Fall sein. Okay, ist das Ding schon wieder leer? Nee. Ich habe nur noch kein Geschirr mehr, ne? So. Einmal gekochter Mais, bitteschön. Gleich wieder abspülen. Weil wenn jetzt halt eh noch nicht viel los ist, dann kann ich das jetzt halt schön nutzen, die Zeit. Ups. Nehmen wir uns den Mais noch raus. So, und der Mais bringt uns 49 Gold. Gebratenes Ebersteak, Pilzsuppe und Gerstensamen haben wir jetzt halt freigeschalten. Na, wunderbar. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das im Koop, also mit mehreren Leuten, tatsächlich richtig Spaß macht. Gekochter Mais, bitteschön.
Das Problem ist eben das mit dem Nachkochen, ne? Ich habe zwar hier, aber man kann ja dann später irgendwie das Ganze auch noch ein bisschen erweitern. Smaragdpilz, Azurpilz, weißer Pilz. Also hier braucht man schon einiges. Hier haben wir dann das Ebersteak und Azurpilz. Okay. Okay. Kehre zur Vogelscheuche zurück. Machen wir noch. Aber dann mache ich jetzt erst einmal nochmal die Kneipe zu, weil das ist dann immer blöd, wenn du da mehrere Sachen machen musst gleichzeitig. Okay, die sind wieder am Weggehen. So. Jawohl. Gibt jetzt nochmal 32 Gold. Dann gehen wir mal zur Vogelscheuche. Good day to you. Hello, comrade. What is it that has grown? Corn. I see it's corn, but it should be magic weed. But that's illegal. So what if they put you in jail for 20 years? I've been here over 100 years and I'm not complaining. You know, I'm a great cook. I can make something for you to lift your spirits. Okay. Boiled corn is very popular nowadays. I'd love to try some. It's new to me, but I'll try. I will wait here. Okay. So, gib der Vogelscheuche den gekochten Mais. Boiled corn, a trendy novelty. Even though it's not a magic weed. But thank you. Have a nice snack. Isst du den jetzt? Weil leere Schüssel habe ich jetzt nicht zurückbekommen, oder? Naja, warten wir mal ganz kurz. Ich gehe mal da oben schnell die Sau jagen, die mir gerade so ins Auge gehüpft ist. Man muss nur rechtzeitig ausweichen, dann geht es schon, ne? So, rohes Eberfleisch einmal. Jawohl, haben wir drei Stück. Wunderbar. Pilze muss man halt suchen. Ja, servus. So, und jetzt? Quests haben wir jetzt ja gerade nichts mehr, ne? Okay. Wir haben irgendwelche Schüsseln zum Abspülen. Gerade im Moment kann ich eh nur einmal spülen. Dann muss ich schon wieder Wasser nachfüllen. Jawohl. Haben wir noch Geschirr? Jawohl. Ach so, das war's schon. Okay. 5 habe ich noch drin. Würde ich sagen, fülle ich mal ganz kurz die Eimer. So. Jetzt noch mal gucken. Wir haben zwei Maisgerichte da. Ich würde sagen, wir machen Gerstenbrei. Habe ich noch Gerste? Ja, ich habe noch genau die 5 Gerste. Dann kochen wir jetzt das mal. Gerste müsste ich auch kaufen fürs Bier, weil wir haben zwar noch was drin, aber ich möchte da nicht leer laufen. Servusle. Schauen wir, was brauchbar. Gesundheitstrank, Gerstensamen. Möbel, also da kann man auch einiges machen hier. Truhe zum Lagern von Gegenständen verwendet. Krügerregal, Krügerregal, Tellerregal. Es kostet aber halt jeweils 200, ne? Auch der Tisch 200. Okay, wir kaufen jetzt mal 120 Gerste und dann werden wir mal schauen, ob wir das anbauen können, weil wir haben ja die Gerstesamen da auch noch zum Kaufen. Aber ich möchte jetzt erst einmal hier. Achso, Wasser ist schon drin, ne? Ich hatte bloß keine Gerste mehr, alles klar, kochen. So, dann kannst du laufen. Leeres Fass haben wir hier. So. Gegenstand platzieren. Achso, muss ich wieder auswählen, ne? Jawohl.
Wunderbar. Da kann ich... Achso, meine Krüge sind voll, ne? Achso, ich habe nur zwei Krüge. Achso, nee, da stehen ja noch drei. So. Dann mache ich da unten jetzt halt nochmal Gerste-Dingsi drauf. Dann nehmen wir uns hier nochmal vier Gerste raus. Eine hier drauf. Und dann müsste ich jetzt eigentlich noch einen Mais kochen, ne? Aber gut, wenn jetzt halt jemand Gerste oder Mais will, dann habe ich ja eine leere Schüssel. Dann kann ich den letzten hier rausnehmen und dann koche ich gleich wieder Mais. Yep. So, die Truhe wäre interessant. Aber da haben wir kein Geld mehr für. Insofern müssen wir auf jeden Fall mal hier aufmachen. Dann lasst uns mal schauen, nochmal wegen den Gerstesamen. Hopfen kann man dann später auch noch. Wow. Gerstensamen. Hier, die kosten nur 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück nehmen wir jetzt mal. Warte mal, was hast du noch? Du hast da noch Maissamen. Möbelmäßig. Wie gesagt, da würde ich eh noch warten. Okay. Also Korn kann man nicht verkaufen. Dann machen wir jetzt halt nur mal schnell die 6 Stück hier. Weil wenn ich natürlich die Gerste selber anbauen kann, dann ist das natürlich schon ein Vorteil. Kostet ja um einiges weniger, ne? Wie so ein Gerstesack. Aber natürlich braucht es eine Zeit lang. Ist nur die Frage, ist es dann immer nur einer oder bekomme ich da auch 2? Wenn es immer 2 sind, wäre es natürlich schon cool. Aber gießen muss ich sie nicht. Hm. Okay. Servusle. Gerstenbrei, bitteschön. Bam, bam, bam. So. Der nächste Kunde. Hey, yeah. Gekochter Mais, jawohl. Ja, so kann man das ja auch machen, ne? Dass man dann die Sachen eben hier und dann stellt man das denen hin und dann passt es. So, dann machen wir mal das Ding sauber. Aber das Schöne ist, dass man jederzeit eben auch leer machen kann. 5-mal Mais, 5-mal Wasser, lass einmal kochen. Was? Wassereimer, Gerste kochen, Gerstenwürze, dann leeren wir den Eimer da noch mit rein. Dann brauchen wir eben wieder Gerste, ne? So, dann haben wir noch mal eine zusätzliche Mais. Wunderbar. So, du bist fertig. Da haben wir noch drin, also von daher alles gut. Achso, ich habe keinen Starkbierkrug. Bitteschön. Machen wir mal die Eimer schnell voll. Ich sollte die Axt in der Hand halten. Weil wenn da des Nächtens jetzt immer so ein Überfäller kommt, dann wäre das jetzt nicht gut, wenn ich unbewaffnet bin. Und dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich dementsprechend mich bevorrate mit Waffen, ne? Und noch was? Nein, das war's. Die fällt gleich was raus aus der Bluse. Ich will es bloß mal gesagt haben, ne? So, es ist schon toll, dass man jederzeit eben auch zumachen kann, den Laden, dass man Zeit hat. Gerstenbrei, bitteschön. Du müsstest gleich fertig sein. Jawohl. Haben wir wieder 6 XP. Ich glaube, da muss ich mir ein paar Schüsseln mehr machen.
Und ich denke mal, die Truhe ist wirklich sehr hilfreich dann, weil wenn ich jetzt dann keinen Gerstenbrei mehr habe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich den auch wieder koche. Und wenn ich jetzt halt alles mit Mais voll habe, dann ist das halt, naja, ihr wisst, was ich meine. So, Servusle. Mais. Wie spät ist jetzt eigentlich? 22.30 Uhr. Okay, einer ist noch. Ja, mit. Dann kann man sich da vielleicht auch eine Truhe hinstellen, wo man dann vielleicht schon gekochte Sachen reintun kann. Das wäre ja auch interessant, ne? Dann könnte man natürlich hier richtig gut vorlegen. Schauen wir mal, das würde mich interessieren, ob das möglich ist. Ich meine, die kostet 200 Münzen, ne? Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt wenig. Aber ich würde das gerne mal ausprobieren wollen. Dass ich die jetzt einfach hier mal herstelle. Öffnen. Jo, das geht. Dann kann man sich da ja richtig gut was vorbereiten. Wenn man da natürlich das notwendige Kleingeld hat, ne? Das ist auch klar. Weil ohne den notwendigen Kleingeld kann ich keine Schüsseln kaufen, kann ich keinen Samen kaufen, kann ich gar nichts kaufen. So, Gerstenbrei. Das ist jetzt natürlich das andere Problem. Jetzt habe ich nämlich keine Gerste. Aber es geht schnell, muss ich sagen. Okay, das sind immer zwei Stück. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal, ja, nicht sehr viel, ne, Gerste. Aber wir sparen uns halt jetzt extrem Geld. Bier habe ich noch gebraut. Also insofern passt es. So, Servusla, Gerstenbrei. Achso, habe ich keinen. Moment. Doch, da habe ich noch. Ja, und wenn es dann einfach zu viel wird, ne, wenn ich dann sage, okay, das ist, ich komme jetzt halt nicht mehr hinterher, dann mache ich einfach zu. Dann ist gut. So. Television. So. Nächster Gerstenbrei. Dankeschön. So, Servus. Bitteschön. Wie viel Bier habe ich noch einstecken? Keins mehr. Dann können wir mal schnell zwei zapfen. Hä? Der ist wieder verschwunden, ne? Benötigt. Achso, der ist dreckig, der Krug. Ja, ist okay. Manchmal verliere ich den Überblick. So, Krüge müssten auch mindestens einer sein oder zwei. Ich glaube, einer ist es, ne? Okay. Können wir den nehmen? Nimm Starkbierkrug. Benötigt Krug. Hm. Servus. Gekochten Mais, bitteschön. So, jetzt haben wir recht viele Gerstebrei, aber wir haben nur noch einen einzigen Mais. Von daher müssen wir jetzt wieder Mais kochen. Einen haben wir noch. Mais und Gerstenbrei. Schön. Schmeiß halt am Boden. Was ist denn das da? Apfelkerne. Geht es jetzt doch wieder los mit dem Dreck, dass dann plötzlich zu viel ist? Aber wie gesagt, es ist ja in Ordnung mit Schmutz, wie er bisher war. Aber wenn jetzt da plötzlich drei so Apfeldinger rumliegen und
immer mehr Pfützen oder sowas da sind, dann nimmt es schon wieder zu viel Überhand. So. Achso, du bist noch am Kochen. Am Kochen. Am Essen, meine ich. So. Und der letzte, glaube ich. Wunderbar. Dann haben wir gleich wieder 3 Mais. Wir haben 5-mal Gerstenbrei, 3-mal Mais. Wir haben ein Bier zumindest einstecken. Ein weiteres steht hier. Oh, jetzt habe ich das getrunken. Mist. Ich wollte das nicht trinken. Aber ich hab jetzt Linksklick gemacht, anstatt auf E zu drücken. Also mit Linksklick trinkt man das Zeug. So, 2-mal Bier. E und E. Und dann mache ich das hier wieder. 1-mal Mais, 2-mal. Hä? Nimm mal Mais, genau. So. Hier Gerste und. Na, Gerste. Eimer füllen. Schade, dass man keinen festen Platz hat, ne? So, dann würde ich sagen, bauen wir mal nochmal Gerste an. Also wenn ich mir die Sachen vorne so vorlese auf der Hauptseite, dann kann man so einiges ausbauen. Also eben auch die Küche und so weiter kann man ausbauen. Ich kann natürlich auch, wenn ich das Geld habe, noch einen zweiten Ofen hinstellen. Dann kann ich immer an einem den Mais kochen, am anderen kann ich dann die Gerste kochen. Bei den Fässern haut es hier aktuell noch hin. Jawohl, damit ist das Ding kaputt. Also 3, 6, 9, 12 mal Korn. 15 mal Korn. Gerste meine ich jetzt damit. Greetings, Traveler. Servusler. So, wir brauchen eine Harke und wir brauchen Gerstesamen. So, Angelrute gibt es dann auch. Und dann Armbrust und so weiter. Cool. So. Ja, ja. Damit haben wir dann 30 Gerste, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Wir haben noch einstecken 2. 7. 7 Gerste haben wir noch. Das kann eben in den Komposteimer gebracht werden. Da könnten wir jetzt nochmal schauen, ob ich da auch was kaufen kann. Kann ich eigentlich mit dir nochmal quatschen? Achso. Hier ist nichts. Da unten kommen dann noch die Schweine und die Hühner. Hake, Axt, Kugel, Musketenprojektil, okay. Muskete, ist komisch, dass ich die Kugeln kaufen kann, aber die Muskete nicht, oder wie? Oder die wird dann freigeschalten, wenn man die bekommt, keine Ahnung. So, Fermentierer, Braunkessel, Kompostierer, ist erst ab Level 13. Da gibt es dann noch Destillierkolben, es gibt die Presse. Und ein Bestellungstisch zeigt aktive Bestellungen. Ja, cool. Ofen. Verkaufen kann ich jetzt eigentlich
nicht wirklich was. Das Einzige, was ich verkaufen kann, sind dann so Sachen, die ich loote. Ne? Ich würde sagen, dass ich den Abfall jetzt halt hier mal verkaufe. Zuckerrohr. Jo. Das ist schon nicht schlecht, das Spiel. Also das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, muss ich sagen. Das können wir dann später im Komposteimer verwenden. Das ist jetzt halt auch sowas, wo ich sage, das würde ich jetzt halt quasi ganz unten in die Kiste erst einmal reinlegen. Das sind Sachen, oder mal benutzen, aufteilen, bewegen mit Linksklick. Nee, also das, man muss es rüberziehen, das funktioniert nicht. Ich wollte jetzt bloß nicht Rechtsklick machen, dass ich das dann doch esse. Genauso kann man dann die Ernte hier reintun, dann hätte man nämlich hier schon wieder mehr Platz. So, Schüsseln habe ich keine mehr, wir haben alles bereitstehen. Dann würde ich sagen, soll es gewesen sein mit dem Angezockt. Weil ich glaube sowieso nicht, dass noch sehr viel mehr kommen wird. Questmäßig sind wir nämlich auch durch, da wird nichts mehr angezeigt. Ich denke, dass es halt jetzt halt einfach nur noch ein Herumrennen, Bedienen ist und sowas. Und von daher würde ich sagen, wir haben erst einmal genug gesehen. Wenn das Spiel rauskommt, es ist auf jeden Fall mit auf meiner Liste. Also das würde ich mir gerne holen, weil mich interessiert natürlich auch, was dann im Umland noch passiert. Und mich interessiert natürlich brennend auch euer Feedback. Also lasst mir gerne was in den Kommentaren da zum Lesen. Und Like nicht vergessen und natürlich auch nicht ein Abo vergessen, dass ihr keinen weiteren Part mehr von meinen anderen Let's Plays und Angezockt verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.